Die Wechsel- und Gleichstromverteilertafel. Hier, wie gesagt, sind die verschiedenen Hauptschalter zu sehen, die die Generatoren im Maschinenraum aktivieren. Für Navigation und Funk, für Navigationsradar. In den römischen Ziffern bezeichnet, wie gesagt, welcher Generator angesprochen wird. Die Spezifikationen für den gesamten schiffstechnischen Ablauf, funktional, wie dementsprechend auch steuertechnisch gesehen, werden mit den etwas kleineren Schaltern, wie man sieht, dass der Maschinentelegraph dementsprechend auch auf dem Generator 4 eingeschaltet ist, aktiviert. Der Maschinenraum erteilt, wenn der Leitstand Einstellungen vornimmt, natürlich eine optische Antwort. Für diese ist diese Überwachungstafel gedacht. Die Maschinen sagen anhand dieser Messeinheiten, du hast es richtig eingestellt und ich funktioniere richtig. Die ABC-Kennleuchttafel, ganz wichtig bei Gefechtsfahrt und simulierten ABC-Angriff, die Verschlusszustände der einzelnen Abteilungen darstellt. Im Brandfall, dem sogenannten Feuer im Schiff, sind die Kompressionspumpen aktiv. Die Messungen der verschiedenen Stränge, wie man sieht, in Kilopond pro Quadratzentimeter, werden hier sichtbar. Die Feuerlöschpumpe zur Brandbekämpfung verteilt über das gesamte Boot Rohrleitungen, die notwendig sind, um Anschlussstutzen an fast allen Positionen verbinden zu können. Es sind zwei Betriebsarten, elektrische sowie Handsteuerung, möglich. Um den tiefsten Punkt des Schiffes, die Bilge, zu erreichen, nehmen wir jetzt diese Bodenplatte. Die von der Feuerlöschpumpe abgehenden Rohrleitungen werden jetzt deutlich erkennbar. Hier noch einmal in der Draufsicht in Verbindung mit den Lenzpumpen. Sich von der Bodenplatte erhebend befindet sich der sogenannte Mutterkompass. Das Hauptsystem als zentrale Steuerung für die gesamte Kreiselkompassanlage. Eine feste Verankerung am Boden ist vonnöten, da selbst bei schwerem Seegang ein Verrutschen vermieden werden muss. Der Kompass selbst verfügt, wie hier gut erkennbar, über eine kardanische Aufhängung und schwebt sozusagen mechanisch, wodurch eine stets waagerechte Position gewährleistet ist. Darüber die Schalttafel für die elektronische Ansteuerung der Tochterkompasssysteme. Die Sicherungswicklungen für den Hochspannungsbordbetrieb befinden sich in diesem Schrank. Für Frischluft an Bord sorgt dieses Aggregat, die Board Air Condition. Wir befinden uns jetzt vor dem Schott zum Maschinenraum 1 und erfahren einen eindrucksvollen Blick auf den ersten Maschinenpark, wobei links die Steuerbordantriebsmaschine erkennbar wird. Hier eine eindrucksvolle Perspektive von der Größe der Hauptmaschine an Steuerbordseite. Wo es um Drehzahl und Kraftübertragung geht, befindet sich hier die letzte Instanz in der Befehlsübermittlungskette, der Fahrstand der Steuerbordhauptmaschine mit der mechanischen Steuerung. Rechts erkennbar der Kupplungsschalter, der es ermöglicht, die Maschine auf Leerlauf, das heißt die Welle mechanisch von der Maschine zu trennen, sozusagen auszukuppeln,
auf manuelle Steuerung, also direkt von hier, respektive SD-Leitstandsteuerung jeweils zu schalten. In diesem Moment erfolgt sogleich ein Fahrstufenbefehl, wobei der Zeiger sich auf die gewünschte Anzahl in Knoten bewegen wird. Dieser wird auch akustisch durch ein deutliches Signal Schellen der Befehlsklingel dargestellt. Die Überwachungstafel im oberen Bereich spiegelt die Informationen Kompressionsdruck des Luftverdichters, Wellendrehzahl, Motorendrehzahl, Abgastemperatur. Wenn die Vorwärmtemperatur, er wird durch 9 kW für eine Dauer von 15 bis 20 Minuten erreicht ist und der Kompressionsdruck des Luftverdichters stimmt, ist der Moment erreicht, in dem durch Drücken dieses Schalters die Kolben durch die Luftkompression bewegt werden, sodass die Zündung und damit das Anspringen des Aggregats verbunden mit einem energischen Schütteln dieser geballten Kraft von 1400 PS erfolgt. Jederzeit kann eine Notsituation eintreten. Ein Mann über Bord, ein Fischernetz in die Welle gedreht, welches erfordert, die Maschine schnellstens, das heißt mit eingekuppelter Welle zu stoppen. Der Motor wird für die Welle als Bremse und die Schraube steht innerhalb von Sekunden. Dieses ist für einen außenbords gegangenen Mann lebensrettend. Zur Backbordseite sehen wir den Räumdiesel. Das Hauptaggregat für jegliche Aktion des Minenräumens, welcher mit seiner dieselelektrisch entwickelten Energie den mit ihm verbundenen Räumgenerator speist. Diese entwickelt elektrotechnisch eine enorme Kapazität von 1200 Ampere, die Netzsteckdose zu Hause entwickelt 16 Ampere, welche zur Speisung der magnetisch-elektronischen Räumgeräte wie MEG, magnetisch-elektronisches Kabel, ATG, akustisches Trommelgerät, sowie den Hohlstab, der ein kleines Schiff simuliert, welcher über alle Eigenschaften der magnetischen, elektromagnetischen sowie akustischen Strahlungsentwicklung verfügt und ein Gewicht von 18 Tonnen aufweist. Die nach oben ablaufenden Kabelbäume machen deutlich, welche Vielzahl von Verbindungen zum Oberdeck für die Spannungsversorgung bei Gefechtsfahrt notwendig sind. Hier ein guter Blick auf die Auspuffanlage. Die erkennbare Isolierung dient der Wärme- sowie Schallabsorption. Wir befinden uns jetzt vor dem Schott zum Maschinenraum 2, erkennbar der zweite der insgesamt drei Ebenen. Einen guten Blickfang bietet hier die Backbord-Hauptmaschine. Detail und Funktionsweise wie für Steuerbord-Hauptmaschine erläutert, mit dem Unterschied, dass sie über eine kürzere Welle verfügt, welches durch die Trennung beider Maschinenräume der Länge nach von Turm bis Achtern technisch notwendig ist. Bei Feuer im Schiff hat dies den entscheidenden Vorteil, dass eine gesamte Abteilung 1 oder 2, jeweils der Maschinenraum, vollständig bedienbar bleiben. Wir erfahren hier noch einmal ein paar schöne Perspektiven durch den Maschinenraum 2, wobei Generatoren, Umformer und Luftdruckkompressionspumpen einschließlich der E-Diesel 1 und 2 gut sichtbar werden. Thank you.